Seid gegrüßt, meine lieben Zuschauer, zu einem neuen Tech-Video auf dem Kanal vom Team 030 Airsoft. Ihr seht schon, worum es heute gehen soll. Und zwar beschäftigen wir uns heute einmal mit der MAX GST Hop-Up Unit, eine Hop-Up Unit, die für G36 Modelle, speziell jetzt einmal für S&T bzw. Ares Modelle entwickelt worden ist. Und ich möchte euch einfach heute zeigen, wie man die Hop-Up Unit einbaut und euch dann auch zeigen bei den ST316 Modellen, genauer gesagt bei der KIDZ. Was die Hop-Up Unit letztendlich bringt, vor allen Dingen an Energie, weil ich hatte es euch ja bereits einmal im Review selbst gesagt, es gibt oft Probleme einmal mit den Hop-Up Units bei G36 Modellen, was die Abdichtung von der Nozzle zum Hop-Up Gummi angeht. Gut, ich würde sagen, wir hauen jetzt nochmal fix ein Intro raus und dann geht es weiter einmal mit dem Lieferumfang. Gut, das Intro ist soweit rausgehauen. Dann gucken wir uns einmal zunächst die GST an. Zu bekommen sind beide Modelle, also die GST für S&T Modelle und die GCY für Simo Modelle, beide bei Bugatti. Kostenpunkt dort sind 69,90 €. Also die Hop-Up Unit ist genauso teuer wie die MAX Model ME für M4 Modelle zum Beispiel. Jo, dann machen wir das Ganze mal auf. Die ist auch genauso eingepackt. Gut, muss ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, aber für diejenigen, die nicht wissen, wie die sonst eingepackt sind, das sieht genauso identisch aus. Und dann schauen wir uns doch einmal den Lieferumfang an. So, und wie ihr sehen könnt, da ist einiges mit dabei. Zuallererst natürlich hier einmal die Hop-Up-Kammer selbst. So sieht die einmal aus. Ja, packen wir uns einmal hier zur Seite. Dann haben wir hier noch einmal zusätzlich eine entsprechende Lauffeder mit dabei. Dann haben wir hier einmal in dem Bereich zwei C-Clips, was ich schon mal sehr gut finde, weil die kann man immer mal gebrauchen. Dann einmal hier der Zentrierungsring, der einmal hier vorne dann drin sitzt später. Und dann hier einmal ja die wichtigen, sage ich mal, Dinge, und zwar einmal hier dann die Tensioner bzw. die Hop-Up-Arme. Auch zwei an der Zahl. Okay, gut, dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns jetzt zunächst einmal die ja, GST im Vergleich zu einer normalen G36 Hop-Up-Kammer an, weil da gibt es hier und da doch schon ein paar Unterschiede. Kommen wir nun also zu einem kleinen Vergleich zwischen der GST von MAX und einer standardmäßigen S&T Hop-Up-Kammer für G36 Modelle. Weil es gibt natürlich schon Unterschiede. Es ist jetzt nicht einfach nur eine Alu-Hop-Up-Kammer, wie man sie zum Beispiel von ProWin kennt oder auch von anderen Herstellern. Da wurde schon ein bisschen mehr dran entwickelt. Gut, zuallererst einmal das hier hinten, also ich sag mal so ab hier, das ist eher dann weniger interessant. Oder ich sag mal so. C-Clip, Zentrierung, das ist jetzt eigentlich unerheblich, das sind keine großartigen Neuerungen. Klar, der Zentrierring, der sitzt jetzt ein bisschen anders drauf, aber ist soweit dann auch egal. Dann fällt halt auf, dass die Lauffeder hier ein bisschen unterschiedlich lang ist im Vergleich zu der anderen. Ist dann aber auch erstmal unerheblich, weil letztlich einmal von der Stauchung her ist es dann nicht mehr so, ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Packen wir also auch einmal weg. Okay, dann geht es eigentlich zu den interessanteren Sachen. Und zwar haben wir dann natürlich hier bei einer Standard-Hop-Up-Unit einfach nur einen normalen Tensioner hier, wo dann der Napp drauf sitzt und dann aufs Hop-Up-Gummi drückt. Da habe ich euch ja schon gesagt, dass da eventuell, wenn man da jetzt im Review, habe ich euch das gesagt, wenn ihr da jetzt zum Beispiel einen Maple Leaf Omega Tensioner drauf gebt, dann kann es halt sein, dass bereits ab Werk da zu viel Hop raufkommt. Ja, also das ist halt auch immer so ein Problem bei G36 Modellen gewesen, dass man da keine perfekte, ja, Hop-Up-Gummi und Napp-Kombi irgendwie gefunden hat, weil es gab da immer Probleme. Und dann als weiteres, hier einmal bei der GST haben wir dann insgesamt ja vier, ne, drei Tensioner, einmal 4 mm, 5,5 mm und dann letztlich einmal einen ganz normalen Tensioner für Silikon oder beziehungsweise für so ganz normale Naps. Hier ist auch gleich einer mit dem Lieferumfang mit dabei, den würde ich persönlich aber weglegen, weil ja, dann haben wir, also klar, ihr könnt jetzt hier einen Maple Leaf Gummi zum Beispiel einbauen oder einen Slong, dann habt ihr eine andere Auflagefläche, aber das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Dementsprechend packen wir das hier auch einmal weg. Okay, dann haben wir hier die zwei anderen Tensioner, die dann eben direkt einmal aufs Hop-Up-Gummi drücken. Ja, quasi im Air-Hop-Style. Die packen wir uns dann auch einmal weg. Und dann entsprechend hierzu dann zwei Federn. Die eine Feder, die war bei dem eingemontierten Tensioner, also bei dem hier, für das Silikon, für den Silikon bereits hier oben einmal drin. Und die andere Feder wurde auf Ersatz einmal mitgeliefert.
Okay, gut. Und dann kommen wir einmal zur Hauptkamera selbst. Das Rädchen an sich, also die Funktion, dass es übers Rädchen einzustellen ist, ist eigentlich bei beiden identisch. Da kann man jetzt nicht, ja, keine großen Unterschiede feststellen. Wir haben natürlich hier ein Aluminiumrädchen mit Markierung drauf, ist alles stufenlos einstellbar. Und das Ganze funktioniert eben einmal über, ja, eine Verjüngung von diesem Rädchen, ne? Das dann soweit dazu. Gut, packen wir das aber auch weg. Interessanter wird es dann einmal in der Hauptunit selbst. Von der Form her sind sie dann noch, ja, ich sag mal, relativ identisch, wobei die Max natürlich ein bisschen dicker, ein bisschen massiver ist und aus Alu gefertigt ist. Ja. Und jetzt kommen wir einmal zur ersten Neuerung, und zwar hier einmal von Gate sage ich schon, von Max direkt, auch hier einmal so ein BB-Catch mitverarbeitet, sprich auch wie bei den Max-Units wird hier oder werden die BBs hier einmal drinne gehalten. Ja. Das ist schon mal ganz cool an der Stelle. Das haben wir hier natürlich nicht, also wenn ihr hier das Magazin rauszieht, dann kullern euch alle BBs raus. Und hier hat Max auch wieder mit dieser Feder es erreicht, dass hier einmal so ein Arm runter geht und die BBs im Lauf hält. Also es will, werden euch, eine wird euch wahrscheinlich rausfallen, aber jetzt halt nicht wie bei anderen G36 Modellen, dass euch dann 4, 5 rausfallen. Das auf jeden Fall nicht. Das ist der erste Unterschied. Dann zum zweiten haben wir auch nochmal einen Unterschied. Im hinteren Bereich, also einmal hier unten. Und zwar seht ihr einmal, dass die Aufnahmefläche bzw. einmal, ich sag mal, die Anflanschfläche für ein Magazin deutlich anders geformt ist. Sie ist zum einen Ding enger und nicht so offen wie hier und passt dann auch mehr zum Kugelkanal. Ich kann euch das einmal ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt hier zwar nur ein Jingong-Magazin, aber wenn ihr euch das mal anguckt, also die passt halt viel besser einmal zum Kugelkanal hier oben drauf. Im Gegenzug hier ist es halt relativ weit offen, ja, und das kann halt auch immer dazu führen, dass es eben zu Problemen kommen kann, was die Dichtigkeit des Systems angeht. Wo wir aber auch gleich bei Dichtigkeit werden, also angegebenen sind ungefähr eine Leistungssteigerung seitens Pegadi von 5 bis 10%. Ob wir das erreichen, werden wir dann natürlich später im Chronotest einmal sehen. Okay, ansonsten haben wir natürlich einmal die Lauföffnung bzw. die Öffnung hier. Die ist natürlich relativ groß, also im Vergleich halt zu der von der S&T hier. Also wir können auch sehr gut oder sehr weit eben auf das Bucking raufdrücken und eine sehr große Auflagefläche der BB zur Verfügung stellen, im Vergleich hierzu natürlich echt, ja, sehr, sehr klein. Gut, das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Also das sind wirklich coole Unterschiede. Also ich finde es halt auch schön, dass man hier daran gedacht hat, diesen ja, BB-Catch-Arm mit einzubringen, was halt hier nicht der Fall ist. Und ich bin echt mal gespannt, was es dann an Leistung letztlich bringt. Ansonsten hier von der Aufnahme her oder von der Montage her, das funktioniert genau gleich. Da gibt es jetzt keinerlei Unterschiede. Wir haben einen ganz normalen C-Clip dran, aber auch hier wieder wie bei Max typisch einmal der C-Clip mit diesen ja, mit Nut und Feder auf beiden Seiten. Das ist halt auch nochmal ganz erwähnenswert. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt mal entsprechende Teile zur Hand und bauen dann einmal alles soweit ein. Ich werde jetzt gucken, was ich noch da habe an Hobbop-Gummis. Ich glaube, ich habe noch einen Slong da. Das werde ich dann einbauen und dann nehmen wir natürlich entsprechend noch einmal hier den großen, ja, den etwas längeren Hop-Up. Tensioner. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Dann wagen wir uns einmal an den Einbau der Max GST. Das ist genauso einfach wie bei allen anderen Hop-Up-Units. Nur noch zur Info, was habe ich jetzt genommen? Also ich habe jetzt hier einmal ein Slong-Gummi genommen und in Verbindung einmal mit dem normalen, ich sag mal, Silikon-Nub-Tensioner. Und zwar, weil ich ja natürlich hier schon eine entsprechende Patchfläche habe und dementsprechend da jetzt nicht einmal hier mit diesem raufgehe, also mit diesem breit geformten, mit diesem Airhop. Gut. Also das brauchen wir hier nicht. Ist natürlich auch ganz interessant, welchen nehme ich jetzt? Das ist natürlich abhängig davon, was für ein Lauffenster habt ihr. Also wenn ich jetzt diesen Lauf nutzen wollte, müsste ich einmal 4 mm nehmen, weil das Lauffenster nur entsprechend lang ist. Und für die ja, TNT-Läufe zum Beispiel oder Läufe mit großen Hop-Up-Fenstern müsstet ihr dann einmal hier diese 5,5 mm Auflagefläche nehmen. Ich habe mich jetzt aber in dem Fall einmal hier natürlich für das, ja, den normalen Tensioner mit Silikon entschieden. Gut, ansonsten vielleicht noch eine kleine Info. Also die Macaron, die Maple Leaf, die würden hier auch reinpassen. Da wird es wahrscheinlich nicht zu Problemen kommen, dass die BBs, wenn sie unten einmal reingedrückt werden, also hier einmal, da würde es wahrscheinlich nicht zu Problemen kommen. Habe ich auch ausgetestet. Also die Lippen sind jetzt einmal hier am BB-Eingang nicht zu lang. Es kann natürlich aber sein, dass wenn ihr hier einmal eine Nozzle habt, die zu kurz ist, beziehungsweise die Tablet-Plate-Feder nicht stark genug, dass es dann hier zu Feeling-Problemen kommen kann, weil einfach hier vorne diese Lippen relativ, ja, relativ fest sind im Vergleich zu anderen. Das vielleicht beachten, wenn ihr jetzt ein Maple Leaf reinbaut. Ich habe das jetzt auch nicht gewählt, weil es halt ein 70 Grad ist und das muss hier auf jeden Fall nicht rein.
Okay, es Long Dual Protrusion Hop-Up Gummi jetzt drin und ich würde sagen, wir widmen uns einmal dem Einbau. Heißt, ich lege jetzt einmal schon den Lauf rein. Das kann jetzt beim Slong oder auch bei dem Maple Leaf geht das mal ein bisschen straff, einfach aufgrund der Tatsache, weil wir hier diese Riffelung außen dran haben und das kann dann immer ein bisschen stärker oder ein bisschen schwerer gehen reinzumachen. Gut, dann nehme ich mir einmal den C-Clip, pack den hier rauf. Da kann es halt sein, dass ich eventuell nochmal den Lauf ein bisschen ausrichten muss, damit dieser problemfrei hier rauf passt. Aber soweit ich das jetzt sehe, passt das hier in dem Fall ganz gut. So, okay, können wir nochmal gucken. Weil eventuell habe ich mich halt auch vertan und es sind wirklich zwei verschiedene. Aber wenn ich das jetzt so sehe, nö, die sind eigentlich gleich. Genau. Ja, die sind genau identisch. Da können wir vielleicht nochmal gucken. Vielleicht passt der hier besser. Aber auf der einen Seite habe ich jetzt gerade schon gesehen, da ist noch ein bisschen Abstand hier oben drauf. Ja, ist jetzt nicht so wild. Hauptsache ist einmal, dass der Lauf halt richtig zentriert wird. Okay, dann nehmen wir uns einmal hier die Laufzentrierung, packen die hier vorne einmal rein. Und da sitzt ja nachher später einmal die Feder vorne drauf. Okay, dann zum weiteren Schritt ist eigentlich auch ganz simpel. Ich würde mir jetzt eine kleine Pinzette hier nehmen, weil es einfach ein bisschen besser geht, anstatt die Feder hier mit den Fingern reinzupacken. Das ist ja einmal die, worüber der Tensioner gleich gefedert wird. Die packen wir hier oben schon einmal rein. Und dann als nächsten Schritt haben wir hier einmal den Tensioner mit dem Nub. Und ja, hier in dem Fall ist es jetzt so, dass ich versuche, das mal so reinzumachen, aber ihr setzt ihn ja eigentlich nur hier oben drauf. Guckt dann entsprechend, dass da Federdruck drauf ist, so wie hier gerade. Und dann müsst ihr vorne einfach nur noch hier in dem Bereich eure Hülse aufstecken, worüber letztlich nachher dann einmal die Verstellung, ja, funktioniert. Okay, genau, könnt ihr ganz einfach raufschieben und jetzt können wir vielleicht nochmal gucken. Wir können das Ganze ja einmal ja, auf Nullstellung bringen, sage ich mal. Also einmal so. Ihr seht auch hier, habe ich jetzt vorhin gar nicht gezeigt. Das ist einmal hier der Indikator, für welche Einstellung ich habe. Also hier einmal dieser Schlitz. Auf 0 müsste es jetzt sein. Jo, ist es auch. Ja, ob ihr es sehen könnt, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn wir das Ganze dann einmal reindrehen würden, zum Beispiel hier auf, weiß ich nicht, übertrieben jetzt auf 10, dann dürftet ihr sehen, okay, da ist jetzt Hop-Leistung drauf. Okay, also so einfach geht das letztlich einmal hier. Worauf ist da zu achten? Letztlich einmal, welches Hop-Up-Gummi nutzt ihr? Habt ihr jetzt eins, was zum Beispiel hier keinerlei Patchfläche hat, also ein Airhop, dann soll das Ganze entsprechend hier einmal über die Airhop-Tensioner stattfinden. Da müsst ihr dann einmal darauf gucken, wie breit ist euer Lauffenster, 5,5 oder 4. Und ja, das ist eigentlich das, worauf ihr achten müsst. Ne? Ob das Ganze natürlich jetzt entsprechend dann auch feedet, also ob die Nozzle noch lang genug ist oder die Tablet-Plate-Feder stark genug ist, um einmal hier eine BB rauszudrücken, das wird sich dann natürlich im späteren Verlauf noch einmal zeigen. Begaldi gibt einmal die Nozzle-Längen an zwischen 24,5 und 25 mm. Ja, beziehungsweise hier sehe ich jetzt auch gerade 24,5 bis 25,2. Das ist natürlich dann auch immer abhängig davon, ja, von der Hop-Up-Unit. Beziehungsweise nicht von der Hop-Up-Unit, von dem Hop-Up-Gummi. Gut, alles klar. Das dann eben dazu. Ich würde sagen, wir bauen das jetzt einmal wieder ein und gucken uns dann einmal die Chrono-Ergebnisse an. Da bin ich schon echt gespannt, was das Ganze dann bringen wird. Und dann sehen wir uns dann einmal noch zu abschließenden Worten wieder. Fangen wir jetzt mal ganz kurz nochmal mit einem weiteren Punkt an. Und zwar dadurch, dass wir jetzt die Max GSC dran verbaut haben, brauchen wir eine andere Nozzle. Weil mit der Standard-Nozzle, die hat eine Länge von 24,5, funktioniert das nicht optimal mit einem Slong-Gummi in Verbindung mit einer Max Model GST. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann baue ich mir halt kein Slong-Gummi ein. Aber auch mit anderen Gummis sieht es da problematisch aus. Heißt, ihr müsst einmal das Nozzle oder die Nozzle updaten. Ich habe jetzt hier einmal eine E-Pass-Verbot, so wie es bei Begaldi einmal angegeben war, und zwar an 25 mm, weil ich finde, wenn man schon eine Max GST reinbaut, dann kann man da auch mal ein anderes Hop-Up-Gummi einbauen, weil warum eine Unit für 70 Euro, wenn ich da das Standard-Bucking drin habe, was viel zu weich ist. Im gleichen Zuge muss ich dann aber auch die Tablet-Plate einmal wechseln, und zwar die Standard-Tablet-Plate, die hat mit der Nozzle überhaupt nicht funktioniert. Also mit der, ich kann es nochmal ganz kurz gucken, mit der Standard-Nozzle, da passt sie natürlich ohne Probleme rein. Ja, wie sollte es auch anders sein? Aber mit der E-Pass-Nozzle hat das nicht gepasst. Ich habe jetzt eine V3-Nozzle reingepackt, V3-Tablet-Plate für oder von Sima, diese weiße von Begaldi, von Sima, für die Begaldi Sportmodelle. Damit passt es jetzt ohne Probleme. Also damit funktioniert das E-Pass-Nozzle einmal die Phase. Dann als weiteren Punkt, was habe ich jetzt noch gemacht? Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht sehen könnt. Wir gucken uns das einmal an. Und zwar habe ich hier einmal
bisschen Gummi aufgetragen. Man kann es ganz gut sehen auf dem Trigger. Und dadurch ist das, ja, ist der Abzugsweg natürlich jetzt entsprechend kurz. Das heißt, ich muss ungefähr so weit abziehen und dann bricht schon ein Schuss. Also ähnlich zum Beispiel wie jetzt bei einem, ja, ich sag mal Gate Titan, wo man das relativ gut machen kann. Natürlich auch bei Vorspannung. Bei V2, aber bei V3 ist es halt ein bisschen einfacher, weil ich den Weg, den ich maximal vorspannen kann, ja natürlich besser einsehen kann. Gut, als weiteres habe ich dann auch nochmal einen SAS Hightorque-Motor verbaut. Der Motor, der standardmäßig mit dabei gewesen ist, der war ja soweit, ja ich sag mal okay, wir können uns den ja nochmal ganz kurz einmal zu Gemüte führen. Der ist soweit standardmäßig okay gewesen. Allerdings habe ich den jetzt hier noch rumliegen gehabt und ja. Wie gesagt, dann habe ich den jetzt eingebaut. Also der hat schon noch ein bisschen Drehmoment, das ist okay. Aber wenn man upgraden kann, gerne. Verwendet aber die Standardfeder, die mit da drin war. Also die jetzt beim Standardmotor mit dabei war, die Motorfeder, weil die von SAS passt nicht. Und zum wichtigsten Punkt, der jetzt eigentlich noch kommt, ist dann einmal das Shimming. Und das Shimming, das ist ja nach Nachmessen auch, wie das Shimming hier eigentlich drin ist, relativ einfach gewesen. Zunächst einmal am Bevel Gear habe ich eine 0,2er oben aufgebracht, also oben einmal. Dann habe ich einmal am Sektor Gear eine 0,25er oben aufgebracht. Und ich habe beim Sektor Gear 0,75 oben aufgebracht. Also 3,025er einmal oben. Das ist auch eine seltsame Shim, die unten ist. Und zwar standardmäßig ist unten einmal eine 0,7er, die habe ich jetzt auch drinnen lassen, also 0,7 mm Shim, kenne ich so auch nicht. Und oben war eine 0, war eine 0,25er. Das heißt, ich habe da hier an der Stelle schon mal noch ein bisschen optimiert. Ja, wie gesagt, das Ansprechverhalten ist an sich dadurch, dass ich jetzt hier diese kleine Vorspannung habe, relativ gut. Und wir gucken uns das mal ganz kurz an. Ich habe jetzt allerdings noch die Standardfeder drin. Hier also noch kein Update. Ja, also hier ist immer noch die R100 Feder drin. Weil ich ja euch später mit dem Chronotest das gerne zeigen wollen würde, weil die Feder, die müsst ihr ja nicht unbedingt tauschen. Die Nozzle hingegen schon in der Konfiguration mit der Max GST. So, und jetzt seht ihr halt schon, der Abzugsweg. Schon relativ kurz. Also ich habe einfach nur so ein bisschen, was war das? Das war einfach so ein Dichtring, so ein Moosgummi-Dichtring. Da habe ich mir ein Stück abgeschnitten, das passgenau geschnitten halt mit einem Skalpell und dann mit Sekundenkleber aufgeklebt. Und ich finde, das geht halt relativ einfach. Aber hat halt auch den enormen Vorteil, ich kann ja halt genau einsehen, wie weit ich vorspannen kann. Gut, dann würde ich vorschlagen, baue ich das jetzt soweit wieder einmal in den Body ein und dann kronen wir einmal durch. Ich werde allerdings zwei Chronos wahrscheinlich machen. Einmal mit der Standardfeder, also M100 und der Konfiguration und dann noch einmal eine SAS M120 werde ich reinpacken, damit ihr hier auch so einen kleinen Vergleich letztlich habt, ob es für euch noch lohnt, sich da eventuell eine andere Feder zu kaufen. Kostet ja nicht viel. Der eine oder andere sagt aber, nee, brauche ich nicht unbedingt. So, damit sind wir auch beim Abschluss des Videos und wir kommen nun einmal noch zu den ja, abschließenden Worten zur Max Model GST. Zunächst einmal ist euch sicherlich aufgefallen, ich habe jetzt nur mit der M100 Feder gekront, einfach aufgrund der Tatsache, weil ich ja zeigen wollte, was mit der Stockfeder komplett möglich ist. Und wenn wir jetzt hier eine M910 reingeknallt hätten, wären wir wahrscheinlich ja an die 1,9 Joule vielleicht gekommen und das müsst ihr auf jeden Fall nicht machen. Ihr habt gesehen, das Ansprechverhalten ist zügig, klar. Ich habe jetzt hier auch den SAS Hightorque Motor drin. Da könnte man eventuell überlegen, wenn ihr sagt, ihr möchtet das Ansprechverhalten noch ein bisschen erhöhen, dann könnt ihr zum Beispiel eine SAS 1x110 Feder reinpacken und ja, dann habt ihr halt einen Standardmotor hier drin. Aber in der Konfiguration geht das auch vollkommen in Ordnung. Ich werde es auch erstmal so belassen. Ich werde da jetzt keine M110 reinpacken. Wichtig war ja, was habt ihr gesehen und zwar im Vergleich zum Review. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Also allein durch die Hop-Up-Unit. Jetzt in Verbindung natürlich auch mit der anderen Nozzle, wobei die andere halt auch gut abgedichtet hat und dem Hop-Up-Gummi haben wir 0,3 Joule mehr. Da ist jetzt natürlich schwer auszuloten, wo kommen die 0,3 Joule her? Kommen sie allein vom Nozzle, kommen sie von der Hop-Up-Unit, kommen sie vom Hop-Up-Gummi? Ist natürlich eine Kombination aus allem. Aber die Hop-Up-Unit von Max hat halt einfach den enormen Vorteil, dass sie zum einen sehr, sehr passgenau gefertigt ist, das Hop-Up-Gummi besser hält und auch die Zufuhr vom Magazin ein bisschen optimierter ist, sage ich mal. Und
ja, 0,3 Joule sind dementsprechend wirklich eine sehr schöne Angelegenheit. Und wir haben halt auch den Vorteil, allein schon von der Einstellung her, ne? Also wir können zum einen sehen, wir müssen nicht immer gucken, wo stelle ich jetzt mehr Hopp ein, wo weniger, sondern wir können ja ganz bequem einmal ja über die Ziffern sehen, was habe ich hier letztlich einmal eingestellt und das nachher auch noch stufenlos. Okay, also meine Empfehlung, die ist da ganz klar gegeben, nicht nur, weil es hier jetzt so wunderschön schimmert, sondern auch aufgrund der Tatsache, weil wir hier jetzt eine sehr, sehr schöne Abdichtung haben. Und auch, wie ihr gesehen habt, mit 0,2 und 0,32 Gramm komplett konstant, also auch hier keinerlei Verlustwirkung seitens ja, der anderen BB-Grammatur. Okay, ihr habt jetzt gesehen, was ich hier gemacht habe. Ich habe euch nochmal ganz kurz auf das Shimming hingewiesen, habe euch nochmal gezeigt, dass ihr die Tableplate tauschen sollt und ich hoffe, das hat euch soweit auch was gebracht. Das soll es dann hier abschließend einmal zum Video gewesen sein. Wenn noch Fragen sind, packt sie wieder hier unten einmal in die Kommentare rein. Wir sind soweit raus, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.